Hallo, jetzt kommen zu einem weiteren Türchen heute. Tag 4, wir haben den 4. Dezember und mit dabei ist der Fabian diesmal. Moin Moin. Es geht weiter mit dem nächsten Spiel, nämlich Ring of Elysium spielen wir heute. Einem Battle Royale. Und wir schauen mal, wie dieses Spiel. Ich habe es noch nie gezockt, ich habe es noch nie gesehen, also spielen quasi noch komplett noch nie irgendwas von dem Spiel gesehen, was auch der Sinn von einem Anzocken ist. Das Spiel ich vorher nicht gesehen, weil ich selber gespielt habe. Und wir können einfach mal loslegen. Also First Person wolltest du, ne? Ja. Ja, wir hatten ja schon 3 Spiele letzten Tage und ich hoffe, bis jetzt gefällt euch der schon mal, der Adventskalender. Aber natürlich, euch erwarten noch 20 weitere Games, also ihr habt noch was zu schauen. So, wir müssen jetzt eine Startposition wählen, also hier fliegen wir nicht aus dem Flugzeug raus. Achso, okay. Du klickst auf die Map und da spawnst du dann auch, wenn die Runde losgeht. Mhm. Und vorher musst du dir rechts dein Startkit auswählen. Bei mir steht nur Waiting for Players, kann gar nichts auswählen. Ja, kommt gleich noch. Nur schon mal als Vorwarnung. So, jetzt. Achso. Was sind da für Unterschiede? Climbings gegen Gliding? Ja, Gliding kannst du halt über die Map fliegen. Mit Ski kannst du halt so Hänge runterfahren. Und Climbing kannst du halt bestimmte Felswände hochklettern. Wo fangen wir an? Ich würde erstmal sagen, wo nicht so viele Leute sind. Wir könnten Valley Town. Okay. So. Ich nehme das Climbing Pack. Ich hab's auch. It's extremely cold weather with critical cover, otherwise you need to get out of the freezing zone. Naja, das ist wahrscheinlich dann die Zone. Genau. Oh, man muss einen Helikopter am Ende kaufen, okay. Ansonsten ist eigentlich immer dasselbe, sammeln, töten und aus der Zone bleiben. Das kann ich ja schon, wenn ich andere gespielt habe. Das habe ich ja getan. Mal gucken, wie sich das hier spielt. Das Game. Okay, rechts anzoomen. Also, was ich so bisher gehört habe, soll es ja eine ziemlich starke PUBG-Einfluss haben. Also so ziemlich stark wie PUBG sein. Ist es auch. Nur ein bisschen schneller, glaube ich. Hab ich gehört. Ja, bisher habe ich schon ein bisschen informiert natürlich, wie über jedes Game, was ich hier im Anzocken-Format oder auch jetzt im Adventskalender-Spiel. Gibt es ja erst seit kurzem europäische Server, ne? Vorher konnte man das, glaube ich, nur in Korea und Nordamerika spielen. Genau, richtig, ja. Oder halt in anderen asiatischen Ländern. Aber das ist halt ein asiatisches Spiel, man merkt es auch, also es ist von asiatischen Entwicklern gemacht wurde. Dein Inventar öffnest du übrigens mit Tab. Ja, kenne ich. Hier ist noch ein Helm, falls du noch keinen hast. Ich hab schon einen. Ich weiß gar nicht, wie gut der ist, aber gut. Naja, bei den Helmen gibt es, glaube ich, keine Stärke. Nicht? Okay. Ich glaube, du hast einen Helm und gut ist. Bei den Westen gibt es aber, also Schutzwesten, da gibt es verschiedene Stufen. Aber ich habe jetzt aktuell nur 2 gesehen. Mhm. Ja, und ich hab vergessen, den Timer zu stellen. Schon mal sehr gute Voraussetzung. So, ja, die anderen Videos wird es hier so noch ungefähr 3/4 Stunde bis Stunde Part werden, weil es dann ein bisschen länger sein, die... Was liegt denn hier alles? Adventskalendertage. Allgemein halt auch das Format soll ein bisschen länger immer gehen. Damit wir auch einen Eindruck vom Spiel haben, das hat man ja nach 20 Minuten eigentlich nicht. Deswegen, ja.
Das Format soll ja auch für euch sein, dass ihr vielleicht selber mal Spiele nochmal entdeckt, die ihr noch nicht kanntet. Wenn du Stieg fahren, kann man mit Autos fahren, gibt's das? Ja, es gibt Fahrzeuge. Okay. Und dieses Gibt sehr gutes, ja. Klettern wird mir angezeigt, oder? Mit F. Ja, auf, wenn du das Ding hast, siehst du so rote Spitzhacken auf der Map. Nur da kann man dann das benutzen, okay. Ja. Und da kannst du dann hochklettern, genau. So, jetzt sind wir nämlich in der Zone und wir müssen ziemlich weit weg. Alles Weiße wird ist so ne. Alles, was jetzt so leicht blau ist, da müssen wir raus. Ach du Scheiße, es ist übertrieben. Wie schnell wird denn das klein? Ich dachte, das wird in der Zeit kleiner, so wie bei anderen Vertretern. Ich glaube, es soll eben, weil es soll ein bisschen schneller sein wahrscheinlich. Ja. Kürzere Matches. Was hat vorne damals auch versprochen, inzwischen nicht mehr eingehalten. Fortnite, PUBG und so weiter, die gehen mir alle am Arsch vorbei. Ja, wer schon Spaß daran soll spielen. Aber ich selber spiele es nicht. So. Ja, weil sie mich noch nicht länger kennt, ich habe PUBG schon einige Stunden gespielt. Es gibt auch ein paar wenige Folgen auf dem Kanal. Ich habe auch Fortnite eine Weile gespielt. Da gibt es aber nur Livestreams von. Die kommen natürlich auch mal irgendwann auf meinem Kanal. Ich weiß nicht wann. Auch wenn ich Was so soll der die Richtung Fan. laufen? Schau mal. Ja, aber wenn ich nicht der Fan von Fortnite bin, kommen da trotzdem noch die Videos, die ich davon damals aufgenommen habe. Aber wie gesagt, die haben mich alle nicht so. Also nach PUBG nach 100 Stunden ging mir der Spaß dann weg. Dann habe ich eine längere Pause damit gemacht. Und da liegt noch was. Danach wieder angefangen zu spielen. Ja, und kurz darauf auch schon wieder keinen Bock mehr gehabt, weil das Spiel aber keinen Spaß mehr macht. Ich bin natürlich nicht der Einzige, der das sagt. Ja, und vorne ging dann ungefähr genauso. Nur, dass ich das nicht mal 20 Stunden gespielt habe. Bei Fortnite mich persönlich dann irgendwann angefangen haben, die Tryhards zu nerven, die das Spiel aber 24 Stunden spielen am Tag. Und nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben. Und ja, auf solche habe ich dann keinen Bock, das Spiel schon wieder was anderes. Ja, und jetzt, ja. Ich habe schon ein paar andere kostenlose Ableger gespielt. Die aber weniger bekannt sind, wo mir auch die Namen nicht mehr von einfallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt spielen wir mal Ring of Elysium, gucken wir mal, wie das wird. Ich muss mal gucken, wie hier geschossen wird, ob das gescheit ist. Ja, muss hier mal ein bisschen aufpassen. Das Klettern ist ja schon mal wie ein Oh paar je. PUBG. Sieht schlecht aus hier. Kommen wir irgendwie runter? Warte mal, hier ist noch ein Spitzhacke unter uns. Können wir nicht runterklettern? Anscheinend nicht. Ich dachte, das ist so cool wie ein Just Cause und so, wenn man dann einfach mit F den enterhaken oder sich. Ich glaube, du stirbst. Ah, doch nicht. Ah, ich sterbe! Ja. Toll. Kommst du noch? Du holst mich. Ja. Ja. Ja, ich muss warten. Ja, genau deswegen spiele ich eigentlich keine Battle Royale zur Zeit mehr. Gut. Aber wir haben ja gesagt, ja, wir füllen die Dreiviertelstunde mit so vielen Runden, wie es geht. Ich glaube, da hätten wir nicht runter gesollt. Sind der Dings? Was? Ist in der Lobby? Ja, ich habe schon mal die gedrückt. Lass mal auf Third Person wechseln, oder? Okay, warum? Dann mag ich irgendwie mehr. First Hat einen Person ist doch. besseren Blick, finde ich. Ja, eben, aber deswegen ist doch First Person skilliger. Meinst du, Studio, sagen, sind First Person? Kann ich ja beim Schießen trotzdem in die First Person gehen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das Spiel ist natürlich kostenlos. Könnt ihr euch alle 10 spielen. Link findet ihr wieder in der Beschreibung, wie immer. Ja, und wie schon gesagt, werde ich euch natürlich die anderen Spiele, die noch kommen, alle nicht verraten. Sondern das werdet ihr dann sehen, wenn das Video hochgeladen wird. Oder wenn ihr im Nachhinein schaut, seht ihr es natürlich klar.
Wo spawnen wir? Pesser Village. Hier bei uns ein anderer gespawnt. Naja, solange es nur eine ist. Upsala. Das Auto ist Ski-Dings genommen. So, der andere Fatzke muss ja hier links von uns sein. Ja, wahrscheinlich. Vom Zeichen her schon. Ist echt voll dumm, dass man das vorher sieht. Ich finde, das sollte verdeckt sein. Man nicht weiß, wo jemand spawnt. Das ist doch gerade das Spannende. Ein bisschen lol. Keine Ahnung, wo jemand ist. Die Häuser sehen aber jetzt schon irgendwie alle gleich aus. Bitte? Die Häuser sehen aber schon mal jetzt alle schon gleich aus. Es ist nicht so viel Abwechslung. Oben immer selbe Ausstattung. Warum haben die so viel Essen hier in den Häusern? Also wegen Thanksgiving wahrscheinlich. Ich habe in dem Haus wirklich gar nichts gefunden. Da ist er, da ist er, da ist er. Wo? Hier links an dem blauen Haus jetzt. Wieso? Ist an diesem langen blauen Haus. Kann nichts sehen. Oh, lol. Ist er down? Ja, er hat das Kletterset. Da liegt er, ich sehe ihn. Das sind schon alles noch Koreaner hier, die hier spielen. Okay, nee, okay. Warum sollte das Koreaner sein? Ja, ich hab keine Muni mehr, das war's. Wie wäre ich einen Granaten, wenn ich einen hab? Muss da alles auswählen. Cheat! Lass mich in Ruhe! Naja. Das sind wieder zwei tolle Runden gewesen, auf jeden Fall. Tja. Wie schalte ich denn in die First Person um, wenn ich in der Third Person bin? Mit C, glaube ich, oder mit V. Hätte ich mich gerade brauchen können. Achso, nee. Du bist so oder so in der Third Person. Nur zum Schießen musst du einmal rechte Maustaste drücken. Dann guckst du durchs Visier. Ja, genau, das meine ich ja. Wohin? Sag du. Jetzt sind ja schon über Leute. Ja, es ist meistens so. Was sind wir hier unten bei... Okay, du, ich seh's. Lumberjacks Haus. Thank you.
Ich bin jetzt in der First Person, weil ich mir mich zurückschalte. Welcher First Person ausgewählt habe. Ach so, ich dachte, das First Person ist halt. Das hast du doch wieder gewechselt oder was? Hast du schon irgendjemand gesehen, gehört? Bei uns ist doch keiner gespawnt, willst du da jemanden sehen, hören? Doch, in der Nähe ist ja einer. Ja, in der Nähe, aber nicht bei uns. Ziemlich weit weg sogar ist der Typ. Da hinten, glaube ich. Gibt's hier gerade Zahlen, ja. Oh, da haben wir sogar ein Auto, glaube ich. Ja. Hast du schon was waffenmäßig? Ich nehme mir die Vektor. Okay. Drei Waffen kann man mitnehmen, ey. Wie viel kann der Typ schleppen? Ja, du da fährst, stell ich mal die. Mach was du denkst, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, wenn ich mich nicht hier kenne. Gibt's denn hier die. Ich weiß nicht, ob die Leute sind. Wahrscheinlich. Spawnen sind da welche, das weiß ich noch. Oh, ein blaues Viereck. Das sind die Triers mit deinem knappen Top da. Ist er da, Arnold? Ja, ist immer noch in der Zone, ja. Ja, da ist schon die Tür offen. Wow! Oh. Alter, von wo schon wieder? Hinterm Auto. Ne, oben rechts irgendwo. Ich höre den Typ. Kannst du mir aufhelfen irgendwie? Da. Alter. Lell. Ich habe den Zentimeter gesehen, ich war sofort tot. Ich habe aber auch geschossen, also ich habe den auf jeden Fall Damage gemacht. Man stirbt hier anscheinend relativ schnell. Jetzt habe ich auch den lustigen Affen. Wow. Erstmal Scuddy City. Wenn halt viele spawnen wahrscheinlich. Oder wenn ich nicht unten rechts spawnen? Klickbar, dann ist auch noch Scuddy City, nur so haben wir Häuser.
Sind ein bisschen weiter weg voneinander, denn da ist ein Berg dazwischen. Wenn da jetzt keiner umspawnt. Ne, ich spawn keiner. Ein Feld sind so weiter nach rechts. Also es gibt bei den Helmen einen Unterschied. Ich habe gerade zwei verschiedene. Und der eine ist besser. Ist da noch. Hast du eine Maschinenpistole bei dir? Ja. Was war für irgendwas? Was denn zum Beispiel? So ein Kompensator. Nee, ja, doch. Ich hab schon einen, passt schon. Vergiss es. Backpack ist full. Ich bin eigentlich gar nicht ausgerüstet, was auf dem angeht. Sau wenig tragen, ey. Also hier oben sind noch Medikamente, wenn du noch Platz hast. Mal gucken, ob die anderen da irgendwo sind. Ja, ich kann nichts mehr tragen, Backpack ist voll. Ich hab sie schießen hören. Regnet Igel, aber irgendwie vertraue ich da hier nicht. Ich mag die neben Game eigentlich inzwischen. Ich weiß nicht, wie sie hier ist. Ich hab jetzt auch eine Krabbsart, die scheint ziemlich gut zu sein. Ja gut, wir müssen hier weg, muss ich nur sagen. Oh ja. Ihn mitgeballert. Lass mal testen, ob wir den Truck da fahren können. Ja, können wir, glaube ich. Soll ich fahren? Ja, nö. Ich kann es auch probieren.
Kann man irgendwas markieren? Ja, kann man. Ich habe gewartet, dass wir das durchsprechen, aber gut, so geht's auch. In PUBG werden wir jetzt explodiert und gestorben. Ja, im Early Access, ich weiß nicht, wie es schon ist, keine Ahnung. Hat sich auch weiterentwickelt, auch wenn sie sich zum Besseren weiterentwickelt hat. Jawohl. Also die Bäume und so weiter sind ja von der festen Material, wo man nicht durchstoßen kann, was leider schade ist, weil... Und, okay, aber jetzt fahren wir weiter. Ich bin gar nichts. Ja genau, schieß mal zurück. Zeig, dass wir auch Waffen haben. Nee, fahr doch weiter. Will ich ja auch. Ich muss jetzt mal hier weiterfahren können, überhaupt. Gibt's hier Fallschaden? Also mit Auto? Und da schießt der nächste auf uns. Aber der tut überhaupt gar nichts. Wenn der überhaupt auf uns schießt. Nee, auf jemand anderen. Jawohl, wir sind in der Zone. Wir können uns hier hinten platzieren und die abfangen. Ja, warte, ich mach einen Action-Film-Move. So. Bitte ist halt unter den... Ich nehme den Fuck jetzt als Deckung. Na? Ich würde vorschlagen, wir fahren weiter. Meinst du? Ja. Ich kann Sinn jetzt warten. Das sehen wir weiter in die Zone. Das könnten wir machen, wenn die Zone gleich losgehen würde. Da könnten wir hier warten, weil die kommen so. Aber wir haben noch, die haben noch 2 Minuten Zeit. Wenn sie sich auch nehmen. Links von uns, nächste Schüsse. Weiß, sei rechts. Beide Seiten. Ja, selbe Waffe aber. Und jetzt rechts die AK, das ist oben. Das ist der Editor, der ist gerade gestorben. Ich glaube, der eine stand auf der Straße hinter dem Turm. Da kann auch nur Eingebildung gewesen sein. Okay, jetzt war der vorne Schüsse. Oh, das Loot Drop. Nicht so gut. Wollen wir hier irgendwo stehen bleiben? Ich glaube, sobald wir aussteigen, sind wir tot. Weil jetzt gibt es heiß her, aber wir können es probieren. Ah, da hinten. Einmal einen fetten Hit gegeben, dem einen. Boah, ich muss mich mal heilen, ey. Ja, stimmt. Wie haben wir denn jetzt Schaden genommen? Ja, durch die Autos mit, als wir irgendwo dran gestoßen sind. Ernsthaft. Da kommt voll ein mit den Verbänden, ist gut. Ah, ne. Ja! Lol, hast du den getroffen? Wie nah war der bitte dran?
Ja, jetzt weiß er wohl, wo ich bin. Geht er nicht hin. Der ist auf dem Boden rumge. So. Wie viel Grad ist denn jetzt der andere? 300 circa auf dem Hügel. Ach, da oben. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist eine gute Idee, was du da machst. Alles klar, genau. Sniper, was hast du? Genau. Er sieht mich eine Millisekunde. Komm mal Und auf mich hat hoch. er geschossen. Ja. Scheiße, wir sind schon wieder in der Zone, wir müssen wieder weiterfahren. Eine Minute. Wollen wir schon mal los? Ja, lass halt hinten raus. Bin dran. Was sagt denn hier? Ein Helfer? Eisbär. Ein Zirkus. Dede. Ich mache jetzt was, wenn da jemand auf dem Ding hockt. Au, auf Oh, uns da ist ja geschossen. jemand. Ja, der sniped gerade auf uns. Er versucht zumindest. Ich weiß. Oben auf dem Balkon standen beide.
Tja, was soll man dazu noch sagen? Lass mal hier. Graveyard. Eigentlich ist es ja 1 zu 1 PUBG, nur in einer anderen Location, ne? Es ist 1 zu 1 PUBG. Habe ich gerade gesagt. Ja, ich hab's nur bestätigt. Und du merkst ja, dass es komplett davon inspiriert wurde. Denn Die Sounds, also die Laufgeräusche. Schussgeräusche, da sogar. Was so ein bisschen anders ist, das haben wir diesen Klettern, die Kleider und den Snowboard. Mein Backpack ist voll. Das ist close bei mir gewesen. In dem Berg so ungefähr. Hab sie gehört.
Hi. Servus. Sollte man so langsam weiterlaufen. Ja. Nach Süden, aber. Wir laufen genau in die Stunde Schüsse. Kann man nicht benutzen. Wir müssen noch komplett durch die scheiß Stadt da durch. Bisschen der Sonne, ich glaube, wir sollten mal eine Karre suchen. Alter, hier wird doch irgendwo ein Auto sein, ey. Oder von mir aus ein Schneemobil. Oh, Auto, da kommt eins näher. Das ist ein Flugzeug. Ja. Nee, nee, ich seh's hier. Dreht um. Fährt weg von uns. Okay. Die sind bei 285. In den Bags sind sie gerade. Jetzt vorne. Hängen die fest? Ja, gut, immediately. Ach lol. Da steckt die Karre fest. Also sie waren vor kurzem hier. Ich denke, das schaffen wir noch. Ist knapp, ey. Jetzt sind aber trotzdem ganz schön rum. Noch eine Minute und die sagen so, hey, geh mal raus. Ich meine, eine Minute ist eine Minute. Ja, es wird dann noch ein bisschen kalt, ne? Minus 12 Grad haben wir schon. Och, ich friere nicht.
Ich komme hier nicht hoch, willst du mich äppeln? Ja, das haben wir gerade nur so geschafft, würde ich sagen. Ui! Das war knapp. Vorne sind geschossen. Da fliegen zwei Leute. 159. 195. Da vorne am Haus. Auch noch einer. Einer hat einen Headshot von mir ab. So hat er auch. Einer ist ins Haus gerannt. So, das sehe ich nicht mehr. Hast du den linken erwischt oder den rechten? Mit beide, Maul? Beide. Vorne läuft jetzt einer, VW. Am Hügel. Nehmen wir die Grazahl. 1 und 5 mehr noch, aber hinter dem Haus. Der hat gerade eine Granate hingeworfen. Ja, ich hab die Granate gesehen. Oben, oben, oben. 2-10. Betteln sich gegenseitig. Könnten ja von hinten kommen. Steps links on. Ich kann ihn verarschen, also. Hab ihn. Nice, schnell, hilf mir bitte. Oh. Schön zu warten. Der kommt auf den Hügel. Jetzt links unten. Ach, scheiße. Ich muss einfach ganz entklicken, das ist voll behindert. Oh, bei den ersten Knockout, immerhin. Ich durfte mal schießen, ohne zu sterben. Machen wir noch eine Runde, oder? Geht mir egal. Ist dein Part. Wir würden danach doch eh noch weiter spielen. Weißt du nicht, ob das Game, aber ja, mach ruhig ready. Mach noch eine. Ja, eine würde ich eh noch machen. Dann aber es haben wir ja eh schon. Da haben wir einen schönen Part gemacht, ja. Lass mal die Mine spawnen. Eine Mine.
Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Hier sieht's ja fresh aus. Alles klar, ich kletter hoch. Drücke an, das sind Elfen, was zu looten. Sagt er mir, you can't loot this, also, ich weiß nicht genau, was da genau stand, auf jeden Fall übersetzt. Ja, du bist in einem Auto, kannst deswegen nicht looten. Ich kletter hoch. Ich bin auch hier im Auto, ey. Ich bin das Auto. Ja, moin. Guck Was denn? mal auf die Map. Oh. Let's search a vehicle, würde ich mal sagen. Wir suchen einfach einen riesengroßen Berg und fahren darunter. Ich glaube, das wird sogar Spaß machen. Voll steep hier, ey. Lol. Oder wir nehmen das komische Totenauto. Hallo, hallo, hallo. Boah, hier muss Snowboard runterfahren. Können wir auch mal, mir ist egal. Nee, da kommen wir niemals bis ohne das Auto ist besser.
Also du willst hier mit dem Auto runterfahren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Boah, hier mit dem Snowboard runter, ey. Kann man Steep im Multiplayer zocken, Fabi? Weiß ich nicht. Ist auch mal lustig, sowas zu spielen. Aber mal am Abhang runter zusammenfahren. Und jetzt? Ich hoffe, dass wir mit dem Snowboard gefahren werden. Ja, wir sind eh nicht mehr weit. Wäre noch cooler, wenn wir mit dem Snowboard fahren. Nur schießen können. Hallo, wer ist hier? Weil das wohl hintut, wenn er davon abspringt. Vorne läuft die Spieler, Fabi. Geradeaus, 105 Grad. Ja, haben wir gesehen. Auf dem Dach, oder? Nee, 330. Ich dachte gerade, er lenkt gerne auf dem Dach. Er läuft gerade weg. Da vorne, ja. Der Schuss war übelst laut.
Auto. Links uns kommt kein anderer lang. Nice. Ich würde jetzt das Auto stoppt, Fabian. Das will ich holen. Ja gut, ich würde sagen, wir haben genug Eindruck von diesem Spiel erhalten. Ich danke euch sehr für diese Stunde, wenn ihr komplett dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann morgen, denke ich, wieder am 5. Ja, jetzt sehen, was da kommt. Ja, Fazit. Starke Influenz von PUBG. Man merkt, dass ziemlich stark verwandt damit ist, beziehungsweise nachgemacht, muss man leider auch sagen, teilweise. Das Einzige, was das Spiel ein bisschen besonders macht, ist mit den Sachen da, Kleider und so weiter. Und Snowboard. Grafikmäßig sieht es ganz gut aus, soundmäßig ist es okay. Aber könnte noch besser sein an manchen Stellen, finde ich jetzt so, weil Schießen fühlt sich irgendwie noch komisch an, meiner Meinung nach, aber gut. Ja, wie viel ist noch geändert? Vielleicht und passiert ja noch irgendwas. Ansonsten ist es, man merkt auf jeden Fall, dass es asiatische Entwickler sind, das merkt man daran, dass es halt an sich ein bisschen, sag mal, casualer rüberkommt und weniger so professionell mäßig, sondern mehr so, ich sag mal, kann man schlecht beschreiben, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Für eine breitere Gruppe zugeschnitten, nicht so wie PUBG, für die Taktikspieler zum Beispiel. Aber wenn ihr selber mal einen Einblick davon wollt, wie gesagt, kostenlos, findet es kostenlos auf Steam. In der Beschreibung habe ich das auch also nochmal verlinkt. Und ja, schaut selber mal rein. Gucken, was eure Meinung ist. Und ja. Ansonsten danke fürs Zusehen bei diesem Tisch Nummer 4. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.